mache ich hier was vor? Gar nicht! Ja. Keiner kommt vorbei! Orks sind ganz schön arme Schweine. Ständig müssen sie für die Aggressionen unserer Videospielhelden herhalten. Auch in Orks Must Die 2 polieren wir ihnen wieder die faltigen Visagen und können diesmal neben dem trotteligen Kriegsmagier auch die elegante Zauberin spielen. Oder aber uns erstmals im Koop-Modus über die Meute hermachen. Sich mit den grässlichen Orks zu verbünden, ist keine so gute Idee. Das bemerkt in Orks Must Die 2 auch die Zauberin, die die Horde im ersten Teil noch voll unter Kontrolle hatte und jetzt um ihr Leben fürchten muss. Weil die magischen Spalten zwischen Ork und Menschenwelt letztes Jahr in Orks Must Die von uns verschlossen wurden, verlor die Dame all ihre Magie und damit auch die Macht über die Orks. Doch die Zauberin hat Glück. Aus mysteriösen Gründen öffnet sich vor ihren Augen erneut ein magischer Spalt. Und ohne lange zu fackeln, springt sie hindurch und flieht so vor der gierigen Meute. Das Glück währt bloß nicht lang, denn in der Menschenwelt begegnet sie einem alten Bekannten, dem Kriegsmagier mit dem schiefen Grinsen. Einst waren sie bittere Gegner, jetzt müssen sie gemeinsam gegen die Orkmassen kämpfen, die der Zauberin durch den magischen Spalt gefolgt sind. Dabei tritt Orks Must Die 2 genauso übertrieben auf wie sein Vorgänger. Die beiden spielbaren Charaktere verlieren zum Beispiel niemals den selbstironischen Unterton, den wir im ersten Spiel lieben gelernt haben. Ich dekoriere ein wenig um. Während wir der Horde auf die Nase hauen, lässt insbesondere der dümmliche Kriegsmagier ständig witzige Sprüche fallen. Die kommen meist auch richtig gut rüber, da sich das Entwicklerstudio ordentliche deutsche Sprecher geleistet hat. Ähnlich schräg ist auch das kleine Freudenstänzchen, das sich unsere Helden nach einem erfolgreichen Kampf nicht nehmen lassen. In Orks Must Die 2 haben wir eine wichtige Aufgabe, Orks zu Kleinholz verarbeiten. Die Angreifer dürfen nicht das Spaltportal auf der anderen Seite der Karte erreichen, da sonst die Welt der Menschen zerstört werden könnte. Der Titel mischt dabei gekonnt Tower-Defense-artige Taktikelemente und actionreiche Passagen. Damit die dummen Orks nicht so schnell vorankommen oder bestenfalls schon auf dem Weg zum Ziel sterben, suchen wir uns zu Levelbeginn passende Fallen aus und verteilen sie auf der Karte. Die Möglichkeiten sind auch diesmal wieder vielfältig und die Auswahl an Fallen wurde für den zweiten Teil sogar noch aufgestockt. Wir können unsere Gegner von Fallen durchbohren lassen, sie einfrieren, ihnen ein ordentliches Schleudertrauma verpassen oder ihre Quadratlatschen in einer Feuerfalle entzünden. Die unterschiedlichen Hindernisse sind fieser denn je und mit der richtigen Taktik lässt sich auch jeder noch so dicke Brecher aufhalten. Auch neu sind diverse Fallen, die bereits im Level vorinstalliert wurden und zum Beispiel mit einem Schuss ausgelöst werden können. So wie dieser tödliche Feuerkessel. Weil Orks Must Die 2 kein klassisches Tower Defense ist, reichen Fallen allein nicht aus, um zu siegen. Während die Wellen an Orks auf uns zustürmen, kämpfen wir noch zusätzlich mit Waffe und Zauber aktiv gegen die unnützen Viecher und sorgen dafür, dass uns niemand durch die Lappen geht und heimlich ins Spaltportal huscht. Passiert es zu oft, müssen wir die Karte erneut spielen. Genau hier liegt aber auch das Potenzial des Spiels, denn mit jeder Runde probieren wir auf den 15 Karten neue Strategien aus, bis wir endlich gewinnen. Und zwar am besten mit einer möglichst hohen Belohnung. Nach Bestehen der Karte gibt's nämlich Schädelfreihaus, je nach Leistung zwischen einem und fünf Stück, sowie Bonusschädel für besonders heldenhafte Taten, wie etwa über die Dauer des Gefechts keinerlei Schaden zu nehmen. Die Hohlköpfe geben uns nicht nur Bestätigung, sondern dienen auch als Währung für neue Fallen, Waffen oder Schmuckstücke mit Zauberkräften. Für noch ein bisschen mehr Vielfalt können wir im zweiten Teil neben dem uns bereits bekannten Kriegsmagier auch die Zauberin spielen. Die verfügt über neue Kräfte, wie zum Beispiel den Verliebtheitstrick, mit dem sie die Gegner bezirzt und für sich kämpfen lässt. Das fühlt sich anders an als die Schrotflinte des Kriegsmagiers und ermöglicht uns einen abwechslungsreichen zweiten Spieldurchgang. Längst überfällig und endlich da. Im zweiten Ork-Schnetzler aus dem Hause Robot Entertainment gehen wir auch im kooperativen Modus auf die Jagd. Damit wir in unserer Vorgehensweise möglichst effektiv sind, stimmen wir uns vor Betreten des Levels ab, wer welche Fallen auswählt und wohin er diese setzt, welche Waffen sich ergänzen und welche Taktik uns die meisten Schädel bringt. Auch während des Levels ist gemeinschaftliches Arbeiten gefragt, denn oft gibt es mehrere Punkte, an denen die Orks die Levels betreten. Wer in dem Fall einen Freund an seiner Seite hat, der sich an anderer Stelle positionieren kann, ist gut beraten. Neben dem Mehrspielermodus gibt es übrigens auch einen gelungenen Endlosmodus, der uns und unseren Mitspieler zu viel beschäftigten Ork-Metzgern macht.
Wir vermissen allerdings den von vielen Fans gewünschten Level-Editor, der unserem Mehrspielervergnügen noch etwas mehr Freude gebracht hätte. Passend zum witzigen Unterton wurde Orcs Must Die 2 komplett in einer hübschen Comic-Optik gehalten, die durch teils sehr niedliche Animationen glänzt. Es ist eben einfach schön anzuschauen, wenn ein Ork mit seinen tollpatschigen Füßen durch eine Feuerfalle stapft, um sich auch ja nicht zu verbrennen. Schade nur, dass wir vorrangig in einer Höhle und einer Festung kämpfen. Grafisch abwechslungsreicheres Leveldesign hätte das Spiel sicher noch aufgepeppt. Doch was grafisch noch rauszuholen gewesen wäre, macht Orcs Must Die 2 durch seine Bedienung wieder wett. Die ist nämlich durchweg simpel aufgebaut und sehr einsteigerfreundlich, sodass wir uns voll und ganz auf unsere Taktik konzentrieren können. Orcs Must Die 2 ist ein gelungener Aufguss des Vorgängers mit mehr Fallen, mehr Waffen, mehr Items und, hurra, endlich auch mehr Modi wie dem kooperativen Modus oder der endlosen Orkschlacht. Aber auch in der Einzelspielerkampagne kommen die taktischen Elemente und die actionlastigen Kampfanlagen voll zur Geltung. Was das Spiel mit 15 Euro auch trotz recht winziger Macken zu einem absoluten Pflichtkauf für Fans von ungewöhnlichen Konzepten macht. Also, nicht lange überlegen, Freund schnappen und auf sie mit Gebrüll!